Rage on that beat, going crazy. Und nach diesem doch hoffentlich schönen Einspieler heiße ich euch recht herzlich hier zu meinem kleinen Vorstellungsvideo der FendMT-Serie bzw. des FendMT-Pack vom Ole ansässig bei RLSF willkommen. Freunde, der Ole hatte die Idee, sich so ein bisschen an die Fendrauben zu machen, die es auch im Base-Game gibt, denn das, was wir jetzt hier sehen, hat seinen Grund im Basismodell der Fendraupe. Allerdings wurde natürlich eine ganze Menge gemacht und so finden wir jetzt mittlerweile nicht nur die 1100er Serie wieder, sondern eben auch die 900 MT Serie wieder, die es vorher nicht gab, denn der ein oder andere wird den 1100er vielleicht auch schon kennen. Das Pack beinhaltet, wie ihr das sicherlich gerade eben schon entnehmen könnt, zwei verschiedene Modelle, 900 MT und 1100 MT und hat noch ein paar Konfigurationsmöglichkeiten. Das, was am ehesten ins Auge sticht, ist natürlich die Variante der Challenger-Konfiguration beim 900 MT. Sieht man natürlich in erster Linie natürlich an der Farbe, aber eben auch Challenger-Embleme und die Beklebung an der Seite sowie am Dach sind natürlich zu unterscheiden von dem Fendt-Basismodell. Zwischendurch, oder besser gesagt, zu diesem Zeitpunkt des Videos wurde das Ganze auf ModHub schon eingereicht, kam nochmal zurück, muss hier und da noch ein bisschen was gefixt werden, wie das eben bei jedem so ist. Das bedeutet, dieses ganze Pack werdet ihr auch auf ModHub demnächst zum Download bekommen. Wir haben hier SimpleIC verbaut. Dadurch, dass wir SimpleIC verbaut haben, wird das eine PC-Only-Geschichte sein. Ob das jemals für Konsolen kommt, kann ich zum Zeitpunkt jetzt nicht sagen. Wir haben hier daneben entsprechend die EU-Version. Was da hier richtig stark auffällt, ist diese enormst riesengroße Abgasreinigung, die wir bei Fendt haben. Die haben die US-Modelle nicht so krass. Und, ja, scheinen die Amerikaner sich nicht ganz so dafür zu interessieren. Motorvarianten haben wir auch, das gucken wir uns dann aber natürlich noch später an. Was zum Pack noch mit dazugehört, ist eben hier der große, der dicke, die 1100er MT-Serie. Auch in einer breiten Konfiguration, in einer 3 Meter Spurkonfiguration. Auch das schauen wir uns gleich nochmal an. Und hier stehen auch wieder zwei Modelle neben uns. Einmal die EU-Variante mit dieser enormen Abgasreinigung und die US-Variante, die da ein bisschen schmaler ausfällt. Was wir auch sehr schön sehen, wir haben hier zwar ein paar Begrenzungs- bzw. Arbeitsscheinwerfer. Das müssten Begrenzungsleuchten sein. Beim EU-Modell hat man hier vorne aber noch entsprechende Begrenzungsleuchten, um das Ganze eben konform zu machen. Da hinten habe ich dann schon einen Test aufgebaut mit einem 900er MT und einer 1100 MT Serie. Beides hier auf breiten Spuren, dazu kommen wir dann aber gleich im Praxistest, wenn wir die ganzen Details hier durchgegangen sind. Was bringen die Modelle jetzt mit sich? Ich würde sagen, dafür switchen wir einmal ganz schnell zum Händler. Beim Händler klicken wir hier natürlich entsprechend auf Großtraktoren und ich scroll jetzt mal ganz weit hinter. Ich habe noch diverse andere Mods drin, da bitte nicht irritieren lassen. Zu dem Pack gehört 900 Vario MT und 1100 Vario MT. Und da können wir uns natürlich eben auch nochmal schnell angucken, was wir hier alles konfigurieren können. Also vom Design her haben wir ja schon gesehen, bei dem 900er haben wir das klassische Fendt-Design mit der großen Abgasreinigung und allen EU-konformen Geschichten, die hier so dran sind. Wir haben aber auch ein Challenger-Design, da bleibt die Farbe im Übrigen auch noch so, mit der entsprechenden Beklebung an Dach und an den Seiten. So wie hier vorne natürlich auch der Embleme, die sich ändern. Sogar am Gewicht ändert sich das. Die Auspuffkonfiguration ändert sich. Das haben wir zum einen von hinten. Müsste man natürlich mal gucken, was ändert sich hinten hier noch. Ja, hier haben wir lediglich noch die orangenen Abschlussleuchten links und rechts.
die sind hier rot bei der Fendt-Variante. Wir haben Motorausführungen 938 MT mit 380 PS oder 940 MT mit 405 PS, 943 mit 431 PS. Bandlaufwerke, das hatte ich schon erwähnt, haben wir hier die Standardspur im Bandlaufwerk, was im Übrigen auch vom Ole nochmal angepasst wurde. Oder eben die 3-Meter-Variante, schön sieht man das hier von vorne. Die 3-Meter-Spur wird ja auch immer interessanter. So habe ich das, glaube ich, in anderen Videos auch entnommen. Ja, dann haben wir noch GPS, das ist aber, und Vorgewendemanagement, das sind wieder Skripte, die haben mit dem eigentlichen Mod nichts zu tun. Auch wenn ich GPS konfiguriere, da gibt es jetzt hier nicht nochmal irgendwie eine besondere GPS-Antenne auf dem Dach oder sowas. Was wir aber hier noch ändern können, ist die Fahrgestellfarbe. Hier haben wir also alles mögliche an Farbwahl. Unter anderem eben auch das Challenger-Gelb, sag ich mal. Und die Felgenfarbe, also vom Bandlaufwerk, können wir hier entsprechend auch in dem Challenger schwarz oder grau machen. Und somit haben wir dann auch unsere Challenger-Raupe für all diejenigen, die vielleicht irgendwo in den USA unterwegs sind. Ist das ganz interessant. Aber ja, ich weiß nicht, hierzulande habe ich, glaube ich, noch keinen Challenger gesehen. Ist natürlich auch möglich. Die Nummernschildkonfiguration findet ihr natürlich auch ganz normal, wie das auch vorher schon der Fall war. Das funktioniert alles. So ein Geschoss wiegt im Übrigen 15,6 Tonnen. Das ist schon mal eine Ansage. Achso, was hier noch zu beachten ist, wir haben hier vorne nochmal ein Frontgewicht dran. Das kann man auch nicht konfigurieren, das sind 810 Kilo nochmal zusätzlich als Gewicht. Alles dürfte von der Basis her schon so sein. Die große Variante, das dicke Teil, was im Übrigen dann auch 23 Tonnen wiegt, das ist unglaublich, hat ja schon mal 2 Tonnen vorn dran an Frontgewicht. Auch hier haben wir wieder ein bisschen was an Konfiguration, und zwar das EU-Design mit der riesengroßen Abgasreinigung, und ja, so wie wir eben unsere Fans kennen. Oder eben auch die US-Variante, wo auch wieder die Begrenzungsleuchten dann fehlen. Hier hinten sehen wir das auch nochmal schön. Bei der EU-Variante kommt dann hier auch nochmal so eine Schildabtrennung irgendwie hin. Das hast du bei der US-Variante auch nicht. Das können wir auf jeden Fall machen. Rundumleuchten-Konfiguration haben wir hier auch nochmal LED-Rundumleuchten beim Großen hier. Eine Motorvariante von dem 1151 mit 511 PS, 1156 mit 564, 1162 mit 618 PS sowie der 1167 mit 673 PS. Bandlaufwerk, auch hier haben wir die Standardbahn, beziehungsweise ja, die Standardspur, sage ich mal, aber eben auch die Möglichkeit, die 3-Meter-Spur zu konfigurieren. GPS-Vorgewendemanagement gehört wieder nicht zum Mod dazu. Hier können wir jetzt noch die Fahrgestellfarbe, das ist dann also die Hauptfarbe, die können wir dann noch ändern und können den uns entsprechend, wenn wir das wollten, auch in einem Challenger-Gelb machen. Ich weiß gar nicht, wie es bei der 1100er-Serie ist, ob es da überhaupt eine Challenger-Variante gibt. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Wahrscheinlich ist es nur die 900er. Hier haben wir auf jeden Fall nicht die Möglichkeit, noch auf eine Challenger-Variante zu gehen, sondern lediglich auf die US-Variante. Ja. So viel Kennzeichen haben wir hier auch entsprechend wieder dran. Jetzt muss ich nochmal gucken, vorne und hinten. Finde ich bei der US-Variante hier jetzt gerade nicht. Bei der EU-Variante haben wir das Kennzeichen hier vorne dran. Hinten ist es bei beiden Varianten. Bei der US-Variante brauchen wir vielleicht nicht. Oder es ist noch ein kleiner Fehler, ich weiß es nicht. Ja, so viel zur Konfiguration. In der Praxis haben die Geräte natürlich noch mehr Funktionen, die sich aus dem Konfigurator jetzt gar nicht so schnell oder so einfach ableiten, beziehungsweise überhaupt nicht ableiten. Zum einen haben wir hier Simple IC. Simple IC solltet ihr euch also mit in den Mod-Ordner packen, denn dann kommen noch ein paar Funktionen dazu. Wir haben beispielsweise hier ein kleines X, womit wir hier die Leiter klappen können. Wenn wir die Leiter geklappt haben, dann können wir hier, wenn uns das Spiel lässt, sage ich mal, auch hier hochgehen. Können dann hier die Tür aufmachen. Ja, das sind die IC-Punkte, die wir hier haben. Wir können auch hier nochmal hochklettern und können entsprechend auch die Warntafeln ausklappen. Diese IC-Punkte findet ihr, egal ob US oder EU, egal ob groß oder klein, auch hier bei der 1100er-Serie finden wir diese Punkte wieder. Hier können wir etwas bequemer die Leiter hoch. Die ist einfach breiter, weil das, naja,
ein riesen Teil ist. Auch hier hinten können wir hochklettern und entsprechend ausklappen. Die IC-Punkte haben wir von außen. Es gibt innen natürlich dann auch noch IC-Punkte. Das gucken wir uns gleich an. Hier haben wir ebenfalls die IC-Punkte. Und was dann hier noch speziell ist, darauf wollte ich noch hinweisen, das wurde extra auch nochmal explizit geschrieben. Alle Modelle, egal ob 900 MT oder 1100 MT, sind Isobus ready und können entsprechend auch die Solitär anbauen. Ich glaube, das ist nach wie vor immer noch das einzige Modell hier von Creative Mesh, was einen Isobus-Anschluss hat. So findet auch der Anschluss dann am Fend Platz. Das schauen wir uns in der Praxis gleich nochmal an. Auch Manual Attach soll damit überhaupt kein Problem sein. By the way, Escape, ich prüfe das nochmal eben schnell. Haben wir Manual Attach aktiv? Ja, haben wir. Hier drüben sind meine beiden Testballons und ich habe natürlich auch ein Testfeld angelegt, wenn wir ins Escape-Menü gehen. Das ist hier drüben die 36 und für das Testfeld habe ich einen richtig, richtig großen Flug mir mal runtergeladen. Das ist hier der Gregorie, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Ist auf jeden Fall von Giants, findet ihr im Mod-Hub ebenso wie diese Hudson-Bichler-Geschichte hier. Dieses riesengroße Saat-Grubber-Kombinationsmodell. Ich denke, damit kriegen wir die vielleicht hier mal ein bisschen ausgelastet. Interessant könnte an der Stelle allerdings auch werden. Ich habe natürlich alle möglichen Rea-Module aktiv. Also da schauen wir einfach mal, was passiert. Ich muss ehrlich sagen, außer dass ich den Challenger hier, beziehungsweise der hier vorne war das, außer dass ich den hier vorne mal übers Feld gejagt habe, was man hier sieht, bin ich die Teile noch gar nicht gefahren. Kommen wir aber vielleicht nochmal zu den Innenraum-IC-Punkten. Hier kommen die leider natürlich wieder nicht hoch. So, doch, hier, so passt das. Oh. Hier müssen wir nochmal ins Escape-Menü. Hier habe ich noch Auto-Motor-Start drin. Das wollen wir natürlich nicht. Das nehmen wir mal eben noch raus, wenn ich es denn auf die Schnelle finde. So, wir sind im Fahrzeug angekommen und ich möchte, wenn dann natürlich, also selber den Motor starten. Da weist mich das Spiel natürlich auch freundlich darauf hin, dass ich das bitte mal tue. Also tun wir das auch. So, hier drin haben wir ein sehr schönes Dashboard hier vorne, wo wir auch einfach mal schnell schauen können. Blinker, das funktioniert in beide Richtungen. Klassiker Rundumleuchte haben wir hier unten animiert, wenn ihr den Button seht. Und damit sicherlich auch die Lichtsteuerung einmal. Oben sehen wir, dass das Licht angeht. Und unten sehen wir auch, welche Lichtpunkte entsprechend an sind. Sehr cool. Ich blende mal eben den HUD mit ein und schau, dass wir die IC-Punkte uns hier einfach auch mal von innen anschauen. Wir haben, dazu muss ich nochmal eben aussteigen und einsteigen, klassisches Simple IC-Ding. Auch hier drin Simple IC-Punkte. Wir können die Tür hier hinten schließen. Wir können auch von hier drin die Leiter einklappen. Ich weiß nicht, wie das in der Realität ist, ob man die Leiter einklappt, wenn man hochgelaufen ist oder ob mir drin tatsächlich ein Knöpfchen hat. Bin ich ehrlich, weiß ich an der Stelle nicht. Hier hinten haben wir noch einen IC-Punkt, womit wir das Fenster öffnen können. Ach, wieder. Da. Sehr schön. Und weitere IC-Punkte gibt es hier meines Erachtens nicht. Die gleichen IC-Punkte finden wir auch in der 1100er-Serie wieder, egal ob EU oder US. Das ist an der Stelle egal. Gut, Freunde. Das ist es im Prinzip. Wir könnten uns natürlich auch gern von außen nochmal die Lichteinstellung anschauen. Tagvorlicht haben wir hier natürlich entsprechend drin. Hier haben wir nochmal die Begrenzungsleuchten dann auch entsprechend hinten, wenn wir das Licht einschalten. In der US-Variante in diesem Orange gehalten. Hier haben wir die Vollbeleuchtung.
Mehr geht nicht. So sieht das Ganze dann aus. Auch seitlich hier über der Raupe nochmal. Hier hinten alles schön beleuchtet. Hier funktioniert entsprechend alles. Gut, machen wir das Ganze wieder aus. Und gucken das mal eben schnell noch in der Euro-Variante an. Das würde mich mal eben noch interessieren. Und innen gibt es dann hier keine großen Unterschiede, wenn mich nicht alles täuscht. Aber die Beleuchtungseinheit, das möchte ich mir jetzt eben nochmal schnell anschauen. Tagverlicht auch hier das gleiche. Wenn ich hier das Volllicht einschalte, ja, haben wir hier hinten die entsprechend roten Begrenzungsleuchten. Okay, aber auch hier funktioniert alles wunderbar. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir in den Praxistest über. Im Praxistest habe ich eben, wie ich das schon erwähnt hatte, die beiden Gespanne hier hingestellt. Wir werden jetzt mal anfangen mit dem Großen hier, um das Ganze zu pflügen. Ich springe jetzt hier eben nochmal schnell ins Fahrzeug, um zu gucken, dass die IC-Punkte dann auch funktionieren. Das ist manchmal noch so ein bisschen tricky. Gut, wir würden entsprechend beginnen, unsere Leiter runterklappen. Tür auf, ins Fahrzeug rein. Simple IC macht halt auch schon mal so viel aus, wenn ihr mich fragt. Dann machen wir hier die Tür zu und starten. Sounds sind auch unterschiedlich. Auch hier können wir nochmal einen Startsound beim Großen machen eigentlich, wenn wir schon einmal hier sind. Also. Was mir auffällt, der läuft mit 650 Umdrehungen im Ruhezustand. Ich glaube, die 900-Serie bei 700. Kann mich aber auch täuschen, werden wir gleich sehen, denn wir haben ja hier nebenan noch den 900er MT, den wir dann auch noch fahren werden. Ich möchte jetzt erstmal mit dem hier beginnen. Ich mache es mir bequem. Ich gehe mal auf die Geschwindigkeit halten und fahre mal langsam los. Beziehungsweise, was wir noch machen wollten, stopp. Was wir noch machen wollten, naja, jetzt hat sich das Simple IC wieder zurückgesetzt, dann machen wir das ganz einfach bei Simple IC, das ist ja auch eine schöne Sache. Dann nehmen wir einmal den Hoverpunkt auf 1000 Millisekunden. Dann brauche ich das nur anschauen und dann geht das von alleine auf und zu. Was wir uns noch anschauen wollten, ist die Andockbarkeit über das ISO-Bus. Schauen, ob das auch wirklich alles funktioniert. Hier ist schön, beim Dicken kommen wir halt wirklich ganz normal die Leiter hoch. Da sind die, ich sag mal, die Collies entsprechend nicht so klein wie beim 900er. Ich glaube, da geht es aber auch einfach nicht anders. Fahrverhalten etc. pp, das gucken wir uns gleich alles noch an. Erstmal möchte ich das prüfen, ob das alles schön funktioniert. Oh, Nieser, Moment. Ach, Gottes Willen. Wo kam der denn her? Also, Manual Attach, auch mit den Kabeln, die wir hier einzeln haben, funktioniert alles wunderbar. Hier glitscht ein so ein bisschen durch, aber das ist die Solitär selber. Ne, ist nicht die Solitär selber. Das geht hier so ein bisschen durch, okay. Aber ISO-Bus ist alles angeschlossen. Hydraulik, Elektrik, ISO-Bus, alles. Das funktioniert an der Stelle. Wunderbar. Das ist so ein kleines Detail, wo manche sagen, ach, das ist mir egal, ob das jetzt mit dem ISO-Bus da funktioniert oder nicht. Ich finde es ziemlich geil, auch wenn es bis jetzt wenig Dinge gibt. So, rein hier in die gute Stube. Ich werde mal den HUD eingeblendet lassen. Und klappt mal wieder zu, damit ihr auch ein paar Infos entsprechend habt. Ich bin sehr gespannt. Ich werde hier schon mal den Tempomat, ja, locker auf 15 km/h einstellen. Schon mal voreinstellen. Wir haben, wie wir das gerade gemerkt haben, also ich habe mein Headrack-System aktiv. Das ist schon mal ein Punkt und wir haben, dadurch, dass das noch funktioniert, auch mit 1,41,
Spielversion haben wir hier eine Seedcam entsprechend auch verbaut. Das ist sehr, sehr schön. Aber das hätte ich auch nicht anders erwartet, sage ich mal. So, hier kommen wir, glaube ich, ganz gut rüber. Verkehr ist gerade nicht da. Und wir fahren mal hier ein bisschen Querfeld ein, denn ich will auch nochmal die Beschleunigung testen, weil wir haben hier schon wirklich ordentlich Power. Wenn wir hier voll reintreten, beschleunigen wir natürlich auch im Feld auch sehr schnell. Wenn wir voll in die Eisen gehen, stehen wir halt auch sehr schnell. Wenn wir uns das von außen angucken, haben wir halt auch eine sehr schöne Wankbewegung, jetzt wahrscheinlich weniger mit dem Anhängegerät. Das testen wir gleich nochmal mit den Einzelnen. Je nachdem, ne? Aber ihr habt halt auf jeden Fall auch Bewegung im Fahrzeug. Finde ich persönlich sehr schön. So, wir gucken mal, dass wir uns hier positionieren. Es ist mit dem Lenkrad sehr ungewohnt, weil man hat einen sehr kleinen Lenkradius durch die Raupe. Oder durch das Bandlaufwerk, besser gesagt. Dann klappt man den hier mal aus. Zum Flug. Auch hier können wir natürlich sehr gerne noch einmal reinschauen, damit ihr wisst, mit was wir es hier zu tun haben. Das ist der SPSL9 und der braucht 550 PS. Von den Eigenschaften her, vom Spielstandard. Wir wissen, dass das immer ein bisschen differenziert, dass das im Regelfall auch schwächere Maschinen, Anführungszeichen schwächer, ziehen können. Ich weiß jetzt gar nicht, welcher derjenige ist, in dem wir sitzen, aber wir haben auf jeden Fall über 600 PS, sollte also überhaupt kein Problem sein. Ich würde das jetzt einfach sogar mal aus dem Stand probieren. Wir senken hier ab und ich übergebe 12 km/h. Völlig easy. Reha mit aktiv. Reha sagt 6%, schnupft natürlich nur. Bandlaufwerk, ne? 4-5% Motorlast. 50 bis 80, je nachdem, wir fahren hier gerade ein bisschen runter. Gleich geht es nochmal ein bisschen höher. Das ist natürlich ultra geil und kaum Bewegung im Fahrzeug. Na, hier geht die Motorlast natürlich hoch. Wird gleich noch ein bisschen mehr hochgehen. Über 80 bis 90, also je nachdem, wenn es halt berghoch geht, dann gehen wir schon an die Lastgrenze ran. Aber wir sind ja bei entspannten 1300 Umdrehungen, 1400 Umdrehungen. Und jetzt sackt er sogar richtig ab, weil wir nach unten gehen. Wenn ich im VCA die Motormodifikation noch einschalte, ändert sich dann daran etwas. Ne, tiefenentspannt das Fahrzeug. Unglaublich, wir heben mal aus. Wenderadius natürlich irrsinnig klein. Durch das Bandlaufwerk, das ist halt auch krass. Und ich glaube aber, wir sind hier auch am Maximum. Wenn ich hier mal 20 km/h einstelle, ich denke beim Flug, wäre jetzt absolut unrealistisch, ist klar. Mit 12 km/h ist das Maximum an Arbeitsgeschwindigkeit. Und das macht er wirklich ultra entspannt. Na, ich bin jetzt hier auch nochmal drin. Wie gesagt, wir haben Seedcam. Es liegt ganz ruhig, das Fahrzeug. Hier ist kaum Bewegung drin. Wunderbar. Haben wir hier noch Soundanpassungen durch. Jetzt muss ich mal aufs Fahrzeug gehen. Durch das Öffnen der Fenster. Wo ist denn der IC-Punkt? Hier ist der IC-Punkt. Nee, das bleibt. Ja, tiefenentspannt, würde ich sagen. Und hier wieder zurück auf die 650 Umdrehungen im Ausgang. So, schalten wir die Maschine ab und springen mal in die nächste Testmaschine. Vorher können wir uns natürlich nochmal das Fahrverhalten angucken, was ich gerade schon angesprochen hatte. Mit diesem Wanken. Zeige ich am besten von außen. Seht ihr das?
Das ist halt krass. Jetzt hängt halt nichts hinten dran. Da können wir das schön simulieren. Wunderbar. Animation passen da auch. Schön. Gut, gehen wir hier in die nächste Testvariante rein und nehmen uns entsprechende 943 MT haben wir hier. Und auch hier schauen wir natürlich sehr gerne nochmal ins Escape-Menü bzw. in die Garage, um zu schauen, mit was wir hier zu tun haben. Von der Seetechnik her ein TH-1400 hat es ein Bichler. Bin ich sonst nie mit sowas unterwegs, bin einfach gar nicht auf Karten unterwegs, die mit sowas arbeiten. Der wiegt schon mal 7,8 Tonnen in unserem Fall jetzt, der ist voll beladen. Und dann haben wir noch den Terminator TH-18 hinten dran mit 27,1 Tonnen. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier funktionieren wird, ehrlich gesagt. Weil das ist irrsinnig viel Gewicht im ganzen Gespann. Ich würde sagen, wir probieren es einfach aus. Leiter runter. Was wir hier an der Stelle mal noch machen, das Ganze ausklappen. Haben wir beim Großen gerade eben vergessen. Und rein hier. Also mir ist natürlich auch durchaus bewusst, dass wir uns hier nicht irgendwo auf Flächen oder auf Ländereien befinden, wo so eine Größe, also gerade von der Saartechnik hier überhaupt verwendet wird. Das ist mir schon völlig bewusst, aber hier für den Test, Freunde, ne? Für den Test ist es in Ordnung. So, Tür zu. Auch hier haben wir natürlich wieder ein bisschen einen anderen Sound. Den werden wir jetzt auch immer wieder ein bisschen hören, logischerweise. Und hier, jetzt wollte ich nochmal schauen. Wir gehen komplett runter. Hier haben wir 850 Umdrehungen. Leerlauf. Ist das jetzt, weil hier was dranhängt? Jetzt schaue ich nochmal eben schnell rüber. Ne, 850 Umdrehungen Leerlauf haben wir. Da war eine Bodenwelle. Auch hier haben wir wieder entsprechend die Seedcam drin. Das merken wir ganz deutlich. Und im Übrigen, wenn wir natürlich den Richtungswechsel vollziehen, ist hier auch der Richtungswechsel mit drin. Und ich glaube auch, ja, entsprechend der Warnblinker auch. Hier merken wir schon, dass wir ein bisschen mehr Gewicht hinten dranhängen haben. Den gleichen Test machen wir auch hier nochmal. Wir geben Vollgas. Oh ja. Das könnte hier, denke ich mal, sogar problematisch werden. Weil ich gar nicht das Gewicht von dem Saatgutanhänger, sag ich es einfach mal, mit berechnet habe. Also möglicherweise schaffen wir es vielleicht gar nicht. Wir werden sehen. Auch hier stelle ich wieder die 15 km/h ein. Warum sich immer das Field of View verstellt? Ich weiß es nicht. Ja, ich denke, das wäre eher was für einen ganz großen. Aber wir schauen. Okay. So, jetzt haben wir die Drille nochmal eingeschalten. Sind wir zwar bei knapp 1900 Umdrehungen, aber Schlupf 7-10% und Motorlast, na klar, gehen wir auf die 100. Geschwindigkeit fällt hier ab, wenn wir hier hochgehen. Logisch, ist ein riesengroßes Gespann. Und wir haben die 3-Meter-Spur, ich weiß nicht, das Bandlaufwerk ist gefühlt ein bisschen schmaler. Aber nichtsdestotrotz, auch die Variante hier kommt auf die fast eingestellten 15 km/h. By the way, haben wir hier nochmal das Tempomat-Symbol auch entsprechend mit animiert. Und auch das zieht er. Also, wie gesagt, diese Saatkombination hier,
hier mal raus und machen mal aus. Beziehungsweise wir lassen den mal an. Ist nämlich auch sehr schön zu sehen. Die Saatkombination hier ist völlig unrealistisch. Der Einsatz von so einer Raupe, der muss wiederum nicht unrealistisch sein. Was ich euch noch zeigen wollte, ich weiß jetzt auch hier wieder nicht, ist es Spielstandard oder nicht. Aber wir haben hier ein laufendes Kühlerrad. Hier, zumindest nehme ich mal stark an, dass es das Kühlerrad ist. Und hier sehen wir nicht nochmal irgendwas, ne? Nee. Aber, also ich finde es vom Modell her sehr schön, die Anpassung, die Ole da gemacht hat und die das ganze MT-Park. Finde ich klasse. Sind nicht die Maschinen, auf denen ich für gewöhnlich so unterwegs bin. Aber es ist mal sehr interessant von der Technik her zu sehen. Achso, die LED-Blinker, da können wir nochmal schauen. Habe ich die LED-Blinker hier in dem konfiguriert? Nein. Dann schauen wir nochmal hier runter, dass die auch schön funktionieren. Die waren ja nur hier, der hat die, nur beim Großen drin. Da haben wir sie. Funktioniert auch. Lock im Übrigen keinerlei Probleme, ne? Das ist wunderbar, es ging ja auch schon einmal durchs Giants-Testing. Wie gesagt, es ist interessant, mal so eine Maschine kennenzulernen, vor allem wie die sich fahren. Das ist schon wirklich crazy, du merkst halt kaum was im drin. Wird seltener der Fall sein, dass ich darin sitze. Nichtsdestotrotz fand ich sehr interessant und danke Ole natürlich für die Möglichkeit, hier schon mal im Vorfeld ein Auge drauf werfen zu dürfen. Ich hoffe, ich konnte den Maschinen gerecht werden in dem Video. Ich hoffe, ich konnte euch einen guten Einblick geben. Wenn dem so ist, gebt mir doch gerne ein Däumchen nach oben. Lasst mir ein Abo da. Seid so lieb. Und wenn ihr Fragen habt, euch irgendwas auffällt oder irgendwas in dieser Richtung, dann schreibt mir natürlich wie immer einen Kommentar. Freunde, das soll es zu dieser Vorstellung gewesen sein. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns bald wieder. Macht's gut. Tschüss.